Wie geht denn da? Man kann sich von da lang gehen. Dann können wir mal nach unten. Und Tom, wie fandst du die Prüfung? Wie sehen die denn aus hier? Die hättet ihr ja auch noch mal zum Laufen können. Aber rausgepixelt werden. Um den Schiedsrichter Cup. Bei Kaiserwetter, wie die letzten vier Jahre, haben wir das Wetter bestellt und Thank you.
Maschine. Dann die SCV fällt Bremen. B1. Auf diese Mannschaft der OSV Hannover. Hier im Namen des TSV Worphausen und freue mich, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Wie ihr seht, kommt nach Worphausen zum Pfingstcup und ihr habt immer bestes Wetter. Und da hätte denke ich auch mal, dass schon einige Mannschaften das vierte Mal dabei sind. Und das zeugt auch davon, dass wir hier sehr gute Arbeit leisten. Und das ist hervorragend. Ich hoffe, dass ihr alle viel Spaß hier habt, Freude und dass uns wirklich der Spaß im Vordergrund liegt. Das appelliere ich auch nochmal an die Trainer und Betreuer und den Eltern. Ich hoffe auch, dass ihr, wenn ihr nach zwei Tagen hier wieder wegfahrt, dass ihr sagt, Mensch, in Worphausen, das war klasse, da wollen wir nächstes Jahr wieder hin. Das würde uns sehr freuen. Weil, wie gesagt, wir haben hier immer gutes Wetter. Wir haben jetzt das vierte Mal und immer bestes Wetter hier. Für so einen kleinen Verein wie hier in Worphausen ist natürlich eine tolle Sache, dass wir sowas hier auf die Beine stellen können. Wobei ich sagen muss, hier in Worphausen, was den Verein angeht, sind wir eigentlich immer sehr gut bestückt. Ob da
das jetzt Schützenfest ist oder Feuerwehr oder die Landjugend, die sind alle sehr aktiv und so auch hier bei uns im Sportverein. Und hätten wir hier bei uns im Sportverein nicht ein paar Männer oder auch Frauen, die immer so mit anpacken würden und mit helfen würden, dann wäre das natürlich nicht hier hingekommen. Und darum bitte ich gleich mal um einen richtig guten Applaus, auch für die vier, die das dieses Jahr hier organisiert haben. Die letzten Jahre waren es immer drei, aber dieses Jahr ist der vierte Pfingstkampagne, das müssen wir zu viert machen. Das erstmal vorweg der Ronald. Ronald, im Landesziel Wolfhausen, schon mal jetzt recht herzlichen Dank, was du hier gebracht hast. Neu dazugekommen ist Jürgen Klein. Und den Thomas, ey. Thomas, wo bist du? Ja, dann komm mal her, hier. Komm her, komm. Die Mannschaft kommt auch ohne dich klar, im Moment. Auch Thomas gehört zu den vielen dazu. So, und zu einem guten Turnier, wenn auch gut über die Bühne geht, gehören natürlich auch Schiedsrichter. Das wisst ihr auch. Und da denke ich auch mal, solltet ihr vernünftig mit umgehen. Darf ich mal eben bitte unsere Schiedsrichter nach vorne bitten? Wir haben 5 dabei heute. Das sind unsere Schiedsrichter und einmal der Spielleiter in der Mitte im grünen Trikot, der die ganzen Ergebnisse aufschreibt. Ja? So, grüße ich dann unseren Landrat, Herr Dr. Mielke. Darf ich übergeben und ein paar Worte. Ihr wollt ja nicht das Geben hören, sondern ihr wollt kicken. Erstmal herzlichen Glückwunsch an die Macher beim TSV Wolfhausen. Mittlerweile ist das eine kleine Tradition. Finde ich klasse, das kommt nicht von alleine, da muss man was zu tun. Den Applaus hat es ja schon gegeben. Ich hätte aber gern noch einen Applaus, und zwar von euch für alle eure Betreuerinnen und Betreuer, weil ohne die wäre ihr gar nicht hier. Deshalb könnt ihr hier dieses Filmsturnier mitmachen, wo es ja nicht nur um Fußball geht, sondern ich glaube, Zeltlager miteinander ist bei dem Wetter genauso cool. Macht euren Betreuer nicht zu viel Stress, aber seht auch zu, dass ihr Spaß habt. Ganz kurz, letztes Wort von mir. Fußball alleine ist doof, da braucht man immer andere für. Da braucht man andere für, damit man eine Mannschaft bilden kann, weil das muss man miteinander spielen. Und man braucht nicht nur die eigene Mannschaft, sondern man braucht auch eine gegnerische Mannschaft. Weil gegen irgendjemand muss man ja auch spielen, sonst ist das ja auch langweilig. So, das heißt, bei allem Ehrgeiz, den man immer haben muss, geht vernünftig miteinander um, in der eigenen Mannschaft, aber auch mit der gegnerischen Mannschaft, weil ihr braucht euch alle gegenseitig. Ansonsten schön, dass ihr alle wieder da seid und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Als nächstes möchte ich gerne den Bürgermeister der Gemeinde Lienthal, Herr Holland. Liebe Sportlerinnen und Sportler, ich möchte euch als Bürgermeister der Gemeinde Lienthal, speziell hier in Wolfhausen, ganz herzlich zu dem Pfingstturnier begrüßen. Ich glaube einfach, die Tatsache, dass viele Mannschaften hier wieder dabei sind zum vierten Mal, zeigt einfach, dass die Organisation hervorragend ist, dass die Schiedsrichter sicher einen guten Pfiff heute hier haben werden. Was mir wichtig ist, noch einmal zu betonen, wenn man einfach mal schaut, zwischen Osnabrück, Harz und Kiel sind die Mannschaften hier angereist. Das ist schon enorm, welche Region sozusagen hier nach Wolfhausen kommt. Vielleicht kleinen sportlichen Tipp loswerden. Es ist heiß, es ist mehrfach erwähnt worden. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr ordentlich viel trinkt und dass ihr ab und zu mal die Gelegenheit nutzt, auch in den Schatten zu gehen. Weil Sport allein ist sozusagen auch die Vorbereitung oft. Im Kampf sozusagen der Spiele, ich glaube, da seid ihr gut beraten. Allen wünsche ich ein schönes Wochenende hier in Wolfhausen, einen schönen sportlichen Erfolg und nehmt eine gute Erinnerung hier aus Wolfhausen mit nach Hause. Viel Glück und viel Spaß. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
bitte mal unseren Landtagsabgeordneten hier aus Raumhausen, Axel Miesler, ein paar Worte. Ja, lieber Oskar Fein, vor allem liebe Kinder, Jugendliche, herzlich willkommen hier in Raumhausen. Das zeigt euch, scheint euch ja die letzten Jahre mit sehr gut gefallen zu haben, dass ihr auch dieses Jahr wieder hierher gekommen seid, um euch mit einem fairen Wettstreit dann auch zu messen und noch ein bisschen die Welt mit Spaß zu haben. Ungefähr 400 Spielerinnen und Spieler, das ist auch ein gutes Zeichen, auch für diejenigen, die das hier immer wieder organisieren und immer wieder sehr gutes Wetter bestellen, den Kaiserwetter sagt, der Wunder ist ja immer eben auch nochmal wieder. Und nochmal vielen Dank an das Orga-Team, an euch vier, diese wurde eben nämlich schon genannt, aber auch alle anderen, die im Vordergrund und im Hintergrund dazu beitragen, dass das ein schönes Pfingstcup hier wahrhosen wird und euch immer wieder in Erinnerung rufen wird und auch vielleicht wieder anspornen wird und auch in dem nächsten Jahr beim fünften Pfingstcup dann wieder Pfingst hierher zu kommen. Und auch alle anderen, die noch die ganze viel mit dem TSV zu tun haben, zum Beispiel das DRK, was auch im Hintergrund wirkt. Herzlichen Dank für all diejenigen, die dieses Fest auf die Beine gestellt haben, dieses Fest mit organisiert haben, den Rahmen geben, begleiten und letztendlich mit euch allen ausführen. Alles Gute und ja, fair play für euch alle. Ja, vielen Dank, lieber Axel. So. Jetzt kommen wir zu unseren Fußballfunktionären. Da würde ich als erstes unseren LFV-Kreisvorsitzenden von Kreis Osterholz, Eckhard Schütt. Eckhard, den ich schon Jahre kenne. Eckhard, auch von dir ein paar Worte. Ja, lieber Wolfgang, herzlichen Dank für die Einladung. Ich merke schon, es wird etwas unruhiger. Liebe Kinder, ich darf euch die Grüße des Kreisvorstandes, insbesondere unseres Kreis Jugendausschusses überbringen. Helmut steht hinter mir und wünscht sich ein schönes Turnier. Ich hoffe, dass ihr Spaß habt, denn das ist der Kern der Angelegenheit. Und Liegetal Worphausen muss ja in diesem Dreieck Kiel-Osnabrück so ungefähr in der Mitte liegen. Und von der Seite her habt ihr alles richtig gemacht. Ihr habt euch entschieden, hierher zu kommen. Das war eine goldrichtige Entscheidung. Das Wetter ist top. Und herzliche Grüße und herzlichen Dank an die zwei linken und an die zwei rechten Hände, so, die hinter mir stehen und das ganze Turnier hoffentlich auch sicher über die Bühne bringen. Ebenso der Dank schon an die Schiedsrichter im Voraus dafür, dass sie sich hier zur Verfügung stellen. Liebe Kinder, ich wünsche euch ein schönes Turnier, vor allen Dingen viel Spaß und drückt den anderen auch mal die Daumen, dann macht das Ganze noch mehr Spaß. Danke. Danke, Herr Gang. So, dann haben wir noch unseren Kreisjugendobmann, den möchte ich auch noch, dass er ein paar Worte lohnt. Helmut kenne ich auch schon jahrelang. Er ist für die ganze Jugendarbeit hier bei uns im Kreis Osterholz zuständig. Und er möchte auch noch gerne ein paar Worte an euch umsetzen. Nicht so viele Mädels und Männer, viel Spaß beim Kicken. Auf geht's am Kreis. Genug Worte gesprochen. Ich möchte noch mal eben darauf hinweisen, für alle, die haben auch die Roten Kreuz hier, wenn irgendwas passiert oder sonstiges, dass die Kinder sind immer für euch da und wir hoffen, dass sie hier ganz so viel Arbeit haben. Ich übergebe jetzt wieder an Ronald und wünsche allen hier einen guten Turnierverlauf und viel Spaß bei uns hier in Raumhausen. Ich übergebe an Ronald. So, was auch zur Tradition gehört, haben wir jetzt ein großen hier im Kreis, sag ich mal so schön, das EU-Feld und auch meine Laola. Bildet einen Kreis. Bildet einen Kreis. Thank you.
Kraft dahin! Oh,
kriegst du auf YouTube. So, jetzt bin ich von Einer-Clown. Hier, wer meint, das ist der schönste Maskottchenpreis vom TSV Bad Vilbel? Wer meint, das ist das schönste Maskottchen, der lebendige Hund von Eckel? Maskottchen vom JSG Herlin. Ja. Und dann von den Osnabrückern aus Bissing, wer meint da das Schönste? So, um das hier endlich mal zu Ende zu kriegen. Dankeschön. Denn, bleib stehen, ihr macht ja noch ein schönes Bild. Denn an unsere Frau Wiebke Knob, wo ist die denn? Wiebke, die ist nicht mehr da, denn kommt gut. Für Thomas, dann kriegt der den Blumenstrauß. Ja, auch ein Dankeschön, gibt es einen großen Schmatzer, ne? Gut. Denn haben wir von Jürgen. Jürgen, du bekommst von mir keinen Blumenstrauß, du bekommst von mir eine Buddel Schnaps. Doch, einen schönen Zimtlikör. Dann haben wir eine Frau, der Mann ist auch sehr aktiv hier im Verein. Vielleicht ist er beim nächsten Mal mit dabei, dass er auch wieder hier vorne steht. Ja, einmal, die auch immer beim Pfingstturnier schon seit 4 Jahren Tag und Nacht hier ist, die Moni Michels. Komm auch mal her. So. Jetzt wollte ich auch noch ein paar Worte sagen, nicht immer nur Ronald. Erstmal im Namen des TSV Raubhausen, war ein super Turnier. Ich
denke, es hat allen Spaß gemacht. Auch den Eltern und Betreuern und Trainer, alle, die dabei waren. Und ich habe das gestern schon erwähnt, ohne die vier hier in den grünen Hemden würde das Ganze hier nicht laufen und könnte auch nicht stattfinden. Die ganze Mühe und die Kassengewalt, glaube ich, und alles, was dazu gehört. Vielen, vielen Dank. Ja? So, ich übergebe jetzt wieder an Ronald. Der wird jetzt die Siegerehrung und alles, was dazu gehört, durchführen. Ich bedanke mich nochmal herzlich und hoffe, ihr kommt nächstes Jahr und übernächstes Jahr alle wieder. Gut. Aber er hat ganz viel erreicht. Er hat, das kann ich jeder vorweisen, er ist Deutscher Meister geworden, er ist DFB-Pokalsieger geworden und Europapokalsieger. Der Pokalsieger. Wir begrüßen ganz herzlich Uwe Hartgen. Schiedsrichter loben, ja, wirklich hervorragende Leistung, völlig entspanntes Turnier, gute Leistung und es hat Spaß gemacht, euch zuzugucken. Dankeschön. Was mich auch sehr freut, die sind heute in diesem Fußball mit vier Mannschaften hier. Und ich freue mich, dass wir auch einen dicken Kopf gewonnen haben. Das sind unsere Freunde von SC Borgfeld, erst Platz gegen drei. Thank you.
Kreisverlagern. Dass ihr auch wiederkommt. Ich wünsche eine gute Heimfahrt.